Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. No, er macht's wirklich. Oh, es schmerzt. Guck mal, er schreibt jetzt hier die ganze Zeit was im Chat, um ihn abzulenken. Und dann achtet er auf den Chat und nicht mehr genau hier drauf. Und jetzt hat er gerade Black Dices für den grauen Octane ausgegeben. Hallo und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Leute, heute reagieren wir auf eine Scammer-Montage. Jeden Tag kommen Leute in meinen Livestream und sagen, yo, Plashox, wurde gescammt, kannst du mir vielleicht was schenken? Und genau für die Leute ist jetzt dieses Video. Und zwar sollt ihr lernen, auch für die Leute, ihr müsst aufpassen, wenn ihr tradet. Es gibt so viele Scammer, gerade bei RL Garage, aber auch bei allen. Passt extrem, extrem auf, wenn ihr mehr von solchen Videos sehen wollt. Ich habe jetzt hier eine extrem geile Scamming-Montage rausgesucht, wo jemand mit extrem hohen Werten scammt. Wenn wir mehr so reacten sollen, wenn ihr mehr Bock auf so geile Videos habt, ich habe extrem viele Ideen. Schreibt auch gerne weitere Videoideen in die Kommentare, würde mich sehr, sehr freuen. Aber sonst lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben auf dem Video, abonniert den Kanal und aktiviert ganz, ganz wichtig die Glocke. Und ich würde sagen, wir starten rein mit dem Video. So Leute, wir sind jetzt hier auch schon im Video und zwar Scamming Montage Hashtags 1 von dem lieben Kysos. Ist halt ein kleiner Scammer, der immer seine Scamming-Best-Offs auf YouTube hochlädt. Könnt ihr gerne mal eure Meinung zu den Kommentaren schreiben. Ist, glaube ich, ganz geil zu sehen für die ganzen Leute, worauf sie achten müssen, dass sie nicht gescammt werden. Aber ich hoffe, dass es nicht Leute inspiriert, auch zu scammen. Ganz, ganz wichtig, Leute, wenn ihr euch jetzt überlegt, jetzt auch zu scammen, macht das auf gar keinen Fall. Wenn das rauskommt, könnt ihr von Rocket League dafür permanent gebannt werden. Deswegen macht es lieber nicht. Was uns jetzt hier direkt schon auffällt, Leute, er hat jetzt hier extrem viele Entwürfe drin. Und er will wahrscheinlich Octanes traden. Oder eher gesagt, scammen. Er hat jetzt hier, ich sehe schon den grauen und den titanweißen Octane. Das ist eine sehr, sehr ofte Scamming-Methode. Viele machen ja auch zum Beispiel, dass sie dann einen titanweißen Octane nehmen mit irgendeiner bestimmten Zertifizierung. Das heißt zum Beispiel Stürmer oder so. Also Striker in Englisch. Wie man es hier jetzt zum Beispiel bei dem Twinzer sieht, ist die Zertifizierung Striker und dann haben die einen Titanweißen mit Striker und dann wechselt es ja immer so. Dann kommt erst Titanweiß und dann steht da Striker. Und dadurch tauschen sie dann im letzten Moment, schreiben die irgendwas im Chat oder so, und dann tauschen sie im letzten Moment den Octane, den Titanweißen Octane gegen einen ganz normalen Octane, aber auch mit der gleichen Zertifizierung, also auch mit Striker. Und wenn der Spieler dann auf dem Chat out und nicht mehr genau die ganze Zeit auf den Octane, der eigentlich Titanweiß war, dann ist er auf einmal normal. Und dann wurde man ganz, ganz, ganz schnell um fast 20.000 Credits gescammt. Ich bin gespannt, was er machen wird. Ich denke, dadurch, dass hier extrem viele Blueprints, also extrem viele Entwürfe drin sind, soll das Ganze ein bisschen ablenken. Dass der Spieler denkt, yo, da sind extrem viele. Also allgemein, wenn ihr seht schon, dass euer Dude, mit dem ihr traden wollt, extrem viele Entwürfe reinmacht, solltet ihr schon mal extrem vorsichtig sein, weil die sind sowieso nichts wert. Die braucht ihr nicht, Leute. Dann probiert er irgendwie so das Auge abzulenken, dass das nicht nur auf eins fokussiert ist, sondern dass es denkt, yo, da sind mehrere Sachen, und dann ist es schwerer, sich jetzt zum Beispiel gleich wahrscheinlich nur auf den grauen Octane zu fokussieren. Aber wir schauen rein. Ich habe selber noch nicht gesehen, das Video. Ich bin sehr, sehr gespannt. Ja, guck mal, er packt jetzt hier den grauen Octane direkt rein. Er packt gar nicht erst den titanweißen Octane rein. Ich bin gespannt. Also, er hat jetzt hier schon einen ordentlichen Wert drin. Er hat jetzt hier 4.700 Credits schon drin. Also, ich weiß nicht, wie viel der graue Octane wert ist, aber nicht mal annähernd. Ich glaube, nicht mal 1.000 Credits. Und damit macht er schon extrem viel Gewinn. Ich weiß noch, einen Standard-Boost hier in Titanweiß, 10 Titanweiße Zombas, dann noch Elektroschock, Digitron und ich weiß nicht, was das hier ist. Oh, ich kann es leider nicht lesen. Aber er macht es einfach. Und jetzt hat er ein paar Blueprints und einen grauen Octane für circa, was weiß ich, 10.000 Credits oder so gekauft. Und damit hat er einfach 10.000 Credits fürs Gewinn gemacht. Hier wieder genau das gleiche. Er packt wieder extrem viele wertlose Items rein. Hier ganz wichtig. Der schaut dann immer, dass ganz links auch Import-Sachen sind. Boah, das ist schon sehr, sehr frech, Chat. Das ist schon, das ist schon sehr, sehr frech. Okay, wir schauen weiter. Okay, er hat jetzt hier 11.000 Credits und Titanweißen 20x drin. Uff. Aber er packt auch gar nicht erst den Titanweißen. Das kann man, wahrscheinlich packt er den am Anfang rein, aber das sieht man leider nicht am Video. Und jetzt packt er zum Schluss nochmal den grauen Octane und er schaut hier gar nicht drauf. Er schaut dann wahrscheinlich in dem Chat, weil er, also der hier tradet, wahrscheinlich gerade irgendwas im Chat geschrieben hat. Da schaut er nicht mehr genau drauf und dann sieht er nicht mehr genau, dass das hier grau ist und nicht mehr Titanweiß ist. Da müsst ihr echt ganz, ganz, ganz besonders drauf aufpassen.
Also gerade wenn es um so viel Credits geht, oh, weiß ich nicht. Das ist schon sehr, sehr leichtsinnig. Aber kann jedem passieren. Ich wurde zum Glück bisher noch nie gescammt. Ihr könnt gerne mal reinschreiben in die Kommentare, ob ihr schon mal gescammt seid und wenn ihr gescammt wurdet und was ihr gescammt werdet. Das würde mich sehr, sehr interessieren. Ich muss ganz kurz schauen, was ist 20x, was ist 20x in Titanweiß wert? 20xx in Titanweiß sind auch nochmal 2k. Der wurde auch gerade schon wieder um 13k Credits gescampt. Ich weiß nicht, von wann das Video ist. Das ist vom 2.2.2020, das heißt schon über ein Jahr her. Ich weiß nicht, wie viel das da wert war. Ich könnte mir vorstellen, dass da noch ein bisschen mehr wert war. Oh, jetzt hat hier Black Diceys Chat. Oh mein Gott, Black Diceys sind krank. 31 bis 35k allgemein, der Trade hätte sich so schon nicht gelohnt, wäre da ein Titanweißer Octane drin. Aber da ist kein Titan. Oh. Oh, das tut weh. Oh, das tut weh. No, er macht's wirklich. Oh, es schmerzt. Guck mal, er schreibt jetzt hier die ganze Zeit was im Chat, um ihn abzulenken. Und dann achtet er auf den Chat und nicht mehr genau hier drauf. Und jetzt hat er gerade Black Diceys für einen grauen Octane ausgegeben. Ein paar Entwürfe und diesen RXT. Och, ich habe keine Ahnung, wie der heißt, aber der ist auch nichts wert. Oh. Und er macht's einfach. Er macht. Oh. Oh. Aua. Aua. Okay, haben wir jetzt einige Schwarzmarkt, 21x Atomizer, sehe ich hier noch. Dann Sonneneruptionen sind alles nicht so die krassesten. Also die sind heutzutage nicht mehr so viel wert, aber auf jeden Fall deutlich mehr wert als ein grauer Octane. Er macht hier immer wieder, er packt hier irgendwelche Entwürfe rein. Ganz wichtig, ganz links immer irgendwelche Importentwürfe, dass es nicht so ganz auffällt. Oh. Und 470 Credits. Also damit macht er nicht super viel Plus, aber das summiert sich extrem schnell. Es funktioniert einfach und das ist so hart, es funktioniert einfach. Wie viele Items? Ich weiß gar nicht, wie viele Leute von euch überhaupt gar kein einziges Black Market Item haben und er hat für einen grauen Octane 6 Black Market Items bekommen. Hier ist schon wieder TV Zombas, einen Crimson Octane und ein Sky Blue Octane. Crimson Octane ist auch so viel wert gewesen damals. Oh, und jetzt kriegt er da. Immer wieder mit der gleichen Taktik. Die funktioniert viel zu gut. Die funktioniert viel zu gut. Immer wieder im Chat was schreiben, um abzulenken. Guckt der Titanweiße Zombas. Titanweiße Zombas, by the way, meiner Meinung nach die geilsten Räder. Guckt euch das an, wie viele Black Market Items da drin hängen. Oh. Sind auch nicht die krassesten, aber hier zweimal Großrechner. Oh, also Mainframe. Oh. Oh. Ah. Oh, wieso tut das so weh? Oh. Und dann müsst ihr euch vorstellen, wie sich der fühlen muss, der gerade gescammt wurde. Wie sich der fühlen muss, der gerade um weiß ich wie viele Credits. Bei dem einen mit dem Black Dice ist der gerade um 30.000, 5 oder sogar 35.000 Credits gescammt wurde. Oh, 35.000 Credits gescampt wurden. Oh, jetzt sind hier titanweiße Dracos, die habe ich auch mal aus dem Trader-Entwurf gezogen. Auch sehr, sehr geile Räder. Sehr, sehr, meiner Meinung nach, TV-Zombas, die geilsten. Aber es checkt auch wirklich keiner hier, ne? Es checkt wirklich keiner, das ist ein Grauer. Die machen einfach. Oh. Ich meine, wenn man ganz genau hinschaut, sieht man schon den Unterschied. Aber das zwischen dem Grau und dem Weiß, also da muss man wirklich schon drauf schauen. Ei. Ich würde aber gerne wissen, wie oft sowas funktioniert. Das ist ja ein Zusammenschnitt von wahrscheinlich mehreren Wochen, Monaten, vielleicht sogar Jahren, was weiß ich. Ich würde gerne wissen, wie oft sowas funktioniert. Ob der sowas 50 Mal am Tag macht oder ob das vielleicht einmal pro Monat funktioniert. Das würde mich echt mal interessieren. Hier ganz, ganz, ey, das ist auch, ich weiß nicht, ob man hat es ganz leicht gesehen, wie schnell er hier zwischen den Titanweißen und dem grauen Octane geswitcht hat. Hier nimmt er den Titanweißen raus und packt sofort den grauen Octane rein und drückt sofort auf Ready. Ready up, um dann gar nicht zu sehen. Dann checkt er gar nicht, yo, der hat gerade was getauscht. Auch wieder hier
Obwohl, hier sieht es gar nicht so aus, als wäre da so viel Wert drin. Aber es ist natürlich deutlich mehr wert als jetzt hier so ein... Ich weiß nicht, was das hier unten ist. Ein Titanweiß. Kann ich leider nicht genau erkennen. Oh, und schon wieder 3000 Credits drin. Oh, 3000 Credits und so viel Items für den Blueprint und den grauen Octane aus. Wir müssen ganz kurz mal schauen, was ein grauer Octane zurzeit wert ist. Octane, guck mal, ein Titanweiß kostet ja fast 20k und ein Grau nicht mal 1000. Aua, aua. Okay, lass das Video schnell hinter uns bringen. Es tut einfach nur weh. Es tut einfach nur weh. Holy shit. Holy shit. Es funktioniert schon wieder. Die Titanweißen Dracos. Oh. Oh, schreibt wirklich gerne eure Meinung in die Kommentare. Ich bin echt... Oh, das tut... Ey, ich krieg auch ein bisschen Gänsehaut gerade. Aber oh, das ist irgendwie... Oh. Oh, Sonneneruption, Crimson Octane, Titanweiße Zombas. Also Titanweiße Sonneneruption sogar. Wie viel kostet die Titanweiße Sonneneruption? Sonneneruption, eine Titanweiß auch nochmal 2000. Man weiß ja nicht, wie die Preise vor einem Jahr waren, aber ich denke mal alle höher noch. Hier ist schon wieder ein Crimson Octane, Sky Blue Dracos, Höllenfeuer, oh, Mainframe und Bubby. Der hat immer wieder hier mit den ganzen Blueprints. Das war's, Chat. Das war es. Das Video hat 300 Likes, 642 Dislikes. Okay, die Leute scheinen es nicht so zu feiern, wenn jemand in Rocket League scammt. Weiß ich nicht. Ey Leute, ich habe auch übel Bock, selber mal auszuprobieren, ob es wirklich funktioniert, in Rocket League so leicht zu scammen, wie es jetzt hier in dem Video dargestellt wurde. Ob es wirklich möglich ist, hier einfach mal, so ist es, einfach mal Black Dices gegen einen grauen Octane zu tauschen, wenn der andere nicht auffällt. Ich will unbedingt testen, ob das möglich ist. Schreibt gerne, lasst ein Like da, lasst ein Abo da, wenn ihr darauf Bock habt. Natürlich werde ich den euch wirklich scammen. Natürlich werde ich dann im letzten Moment noch abbrechen. Oder falls es dann doch funktioniert hat, ihm natürlich das Item zurückgeben. Das ist klar, weil ich will natürlich keine Leute scammen. Aber ich würde es gerne wissen, ob es wirklich Leute gibt. Oder ob es wirklich so, so einfach ist, Leute zu scammen. Ich würde es super gerne als Experiment machen. Wenn ihr darauf Bock habt, lasst auf jeden Fall einen Daumen nach oben da. Und lasst auf jeden Fall ein Abo da. Und wenn ihr das Video bis hierhin geschaut habt, schreibt auf jeden Fall Hashtag, was soll denn was? Schreibt euren Hashtag, worauf ihr Bock habt einfach. Egal, an was ihr gerade denkt, was ihr von... Okay, schreibt euren Hashtag und danach, was ihr von Scammern haltet. Zum Beispiel Hashtag Scammer stinken, was auch immer. Schreibt den am Ende des Videos in die Kommentare. Und sonst, Leute, würde ich sagen, war es das auch schon von heutigem Video. Und dann haut rein und ciao. Ciao. Hi, ich bin Larry. Ich liebe Dixie so hart. Dixie! Hau Tag im Bad, aber hänge rum mit Stars. Yes. Hänge rum mit Stars, ich bin Larry. Larry! Du wie Lippe, gib mal Fick auf meine Lippe.